Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück in Ark. Und ich habe das Ultimative geschaffen. Ich habe eine Welt geschaffen, in der Pokémon und Digimon Seite an Seite leben. Normalerweise müsste an dieser Stelle das Universum kollabieren, weil es ja unter diesen Umständen noch nie vorgekommen ist, dass Pokémon und Digimon sich gegenüberstanden. Aber ich habe diese Welt erschaffen. Ich habe einen Community bzw. einen Server aufgesetzt, einen Community Server. Ich habe einen Server aufgesetzt, 10 Slots, wo ein paar Mods drauf sind und wo Pokémon gegen Digimon kämpfen. Und ich habe mir jetzt einen neuen Charakter erstellt. Und wir sind da. Im Regen. Mit dem Geräusch eines T-Rex, aber was ist, glaube ich, das ist Kunemon oder Koromon. Koromon, glaube ich, heißt es. Guck mal. Ja, es ist Koromon. Und da hinten haben wir ein Bisasam. Und es hat funktioniert. Pokémon und Digimon leben Seite an Seite aneinander oder beziehungsweise beieinander. Ich habe die ultimative Welt erschaffen. Und auch Garados im Wasser freut sich. Und das ist übrigens das neue Digimon, was man jetzt eingepatcht hat. Es ist Tanemon. Tanemon, und da steht auch da: Put taming food in the last item slot to feed. Also wir können es eigentlich füttern, bräuchten nur dafür Fleisch. Das geht eigentlich, glaube ich, mit allen Digimon. Bin mir noch nicht ganz sicher. So, Garados spielt eine Runde verrückt. Wo sind wir überhaupt gespawnt? Ich weiß es nicht. Komplett falsch. Da wollte ich gar nicht hin. Aber tut doch nichts zur Sache. Ich will erstmal so ein bisschen was erklären, erzeigen, was auf dem Server so los ist. Der hat irgendwie einen, was ist das? Ausladenden Kiefer oder so. Weiß ich auch nicht. Staunst du gerade? Ich gehe mal schwer davon aus, er wurde getötet durch irgendwas anderes. Ja, er ist tot. Ich weiß aber nicht warum. Da können wir doch glatt mal. Ah, da gibt es noch so einen Skin. Wir haben schon 8 Pucke-Geld. Krieg ich so nicht auseinander. Muss ich erst was bauen. Egal. So, ich wollte es auf jeden Fall erstmal so zeigen, dass es funktioniert hat. Es gibt die Möglichkeit, Pokémon und Digimon auf einem Server laufen zu lassen. Jetzt kommen wir kurz zu den Mods, wie ich ja schon in den vorhergehenden Videos erwähnt hatte. Ich wollte ja hier Mods reinmachen. Habe ich auch, und zwar habe ich einmal diese Digimon, die Pokémon Evolution Mod genommen. Dann die Digimon Mod. Dann haben wir hier noch die Upgrade Station drauf. Wir haben die, ich glaube, es sind 10 Mods. Rucksäcke sind dabei, Pickup, Poop in Egg Collector, dann diese Hovercraft Dinger, damit wir uns eine Luftfestung bauen können. Kann man damit machen. Sieht cool aus, habe ich mir ein paar Videos angeguckt. Manticore ist dabei. Und ich glaube, das müsste es eigentlich soweit gewesen sein. So, müssen mal leveln. Und zwar mache ich erstmal hier, und Gewicht ist sehr wichtig. Und wie man sieht, ich habe jetzt schon 140 Engrams. Das liegt daran, weil ich den Server so eingestellt habe, dass ihr wirklich am Ende 36.000 Engrams rauskriegt. Weil ich es jetzt nicht wusste wegen den Mods, wie viel die brauchen. Weil die Mods sind ja auch nochmal Engram-basierend. Und das Problem ist halt an der Sache, wenn da zu wenig Engrams sind, dann ist einfach Mods, weil man kann da nicht alles lernen. Ich wollte aber gern, dass man bei 10 Slots natürlich als Einzelperson auch alles lernen kann, wenn jemand vielleicht Bock hat. Aber das Problem ist halt, es ist ein PvP-Server. Also man kann ja auch geradet oder raiden, angreifen und so weiter, weil ich wollte das gerne so machen. Aufgrund der Pokémon-Kämpfe. Ein Level habe ich irgendwas mit 12-fach oder sowas, also es läuft schon. Warum habe ich da... Hatte ich ja gerade alles gelernt. So, aber ich möchte gerne an einen ganz anderen Spot, um dort zu bauen. Und ich hoffe, ich habe jetzt mit der Pickaxe die Möglichkeit, Garados auseinanderzunehmen und vielleicht Tanemon mitzunehmen als erstes Digimon. Ich glaube, die Engrams, die lerne ich so mal durch, immer wenn ich durch bin, weil das Level müsste eigentlich sehr schnell gehen. Ich habe das Level extra hoch gemacht, damit wir schneller vorankommen im Spiel. Ich will das jetzt auch nicht so langweilig gestalten, dass wir hier jetzt 3 Stunden als nah am Farm, Leveln und sowas sind, sondern ich möchte wirklich Inhalt präsentieren. Und man kann ihn immer noch nicht auseinandernehmen. Warum denn nicht?
Wo kann man ihn denn irgendwo? Muss man ihn da auseinandernehmen können? Das gibt's ja nicht. So lang ist der doch gar nicht. Kann er einfach nicht auseinandernehmen. Naja, egal. Gehen wir mal raus. Und gucken mal. Das bedeutet kein Fleisch für mich. Beziehungsweise kein Fleisch, um Tarnemund zu zähmen. Wir hätten aber, glaube ich, schon mal die Wahl. Nee, Bogen. Müsste aber gleich gehen. Stopp mal. Ich mache nochmal hier ein bisschen darauf. Nee, Stufe 15. Wir haben Stufe 11. Egal. Aber schon 11.000 Engrams. Meine Fresse, da habe ich es wieder übertrieben. So. Gucken wir mal, wo wir hin müssen. Ich wollte eigentlich der Richtung Süden mehr und mich hier unten an der Geschichte da rumchillen. Hoffe, ich begegne jetzt keinen aggressiven Pokémon. Hier am Strand ist es easy, weil da sind wirklich nur Bisasam und Knofensa und sowas. Aber im Landesinnere hört es dann hier zum Beispiel, okay, die sind nicht aggressiv, aber sie sind schon hart. Diese Werwölfchen da. Es gibt natürlich auch noch andere Kollegen der leichten Unterhaltung, die da ein bisschen härter sind und uns auch wegfressen, wie zum Beispiel Sichlor. Ich habe einen Sichlor gesehen. Das war also wirklich echt ohne Scheiß. Sichlor, was ist das hier? Hier so ein Blattviech, ich habe keine Ahnung. Jedenfalls hatte ich einen Sichlor gesehen. Das war gerade mal Level 28 und hat mich mit 3 Schlägen gekillt. Und dieses Sichlor, das war ja das Lustige an der Sache, hatte über 1000 Gewicht. Wie kann ein Sichlor über 1000 Gewicht haben? Das ist schon ein bisschen krass, finde ich persönlich. So, da hinten ist Ninetales. Ich glaube, das ist, glaube ich, Voluna oder sowas. Hier haben wir einen Frosch. Da haben wir einen Naktara. Also man sieht schon die Vielfalt der Pokémon. Deswegen hatte ich auch diese Pokémon-Mod gewählt und nicht die Arkmon-Mod. Weil die hier von der Masse momentan ein bisschen stärker ist. Vor allen Dingen durch dieses Terminal kann man sich ja auch extrem seltene kaufen. Wie zum Beispiel Lugia oder Darkrai habe ich gesehen, gibt es da auch. Als Blueprint, das werden wir Stück für Stück dann noch ein bisschen durchprobieren. Und ich glaube, ich muss entweder erstmal zu einem Berg, weil ich wollte eigentlich einen Spot bauen, wo wir auch dementsprechend direkt Metall haben, dass das alles in 1-1 in übergeht, weil es ist nämlich auch die Tech-Tier, also den Elementor habe ich hier auch drauf, damit man halt schneller an die Tech-Tier-Rüstung kommt. Das war mein Zielplan und sowas, weil, wie gesagt, es ist PvP-Server und ich möchte da gegebenenfalls auch ein bisschen Action haben und nicht als warten, bis man da eine Brutmutter getötet hat. Dafür sind halt, was mir wichtig war, auch die Menge der Ressourcen. Also, dass man da wirklich das Ding nicht einfach geschenkt kriegt, sondern auch wirklich jede Menge Ressourcen benötigt. Und das ist bei diesen Mods wirklich der Fall. Man benötigt da sehr viele Ressourcen, um deswegen am besten einen Metallspot. So, ich guck mal kurz hier, ich kann noch mal leveln. So, 13, da fehlt nicht mehr viel für den Bogen. Da muss ich nur an den Strand zurück. Das ist halt ein bisschen schwieriger, weil ich müsste dann an den Strand zurück, um mir einen Tarnemon zu tamen. Wobei, so ein Naktara, also die sind auch echt extrem hart. Ich habe die gesehen im Kampf gegen Nidoking. Nidoking hatte keine Chance und der Twi war 3 Level unter dem. Muss man sich mal einziehen. Wo sind wir jetzt hier überhaupt? Gibt es hier überhaupt... Oh, Essen. Guck mal. Den mache ich gleich klein. Ninetales. Oh, gibt es sogar War Prime Meat. Vielleicht können wir damit schon... Wenn ich es schaffe, wieder rechtzeitig. Ich glaube, ich schaffe es nicht rechtzeitig, an den Strand zu kommen. Aber Tarnemon wollte ich mir schon mal tamen. Vielleicht... Oh, hier ist ein Trike-Eye. Nee. Hä? Doch. Granny Ninjas, also diese Frösche geben Trike-Eier? Okay. Das ist auch... Ja. Interessant. Sehr, um nicht zu sagen, sehr, sehr amüsant. Weil warum geben diese Ninja hier, das ist das Ding. Das ist so ein Froschviech. Und der gibt ein Trike-Eye.
Ist merkwürdig, aber naja. So, wir müssen erstmal das essen. Ganz kurz. Ich habe natürlich nichts dabei, außer jetzt hier ein paar Bärchen. Aber ich denke mal, die werden reichen. Vielleicht baue ich mir auch erstmal am Strand eine kleine Hütte, um dann weiter zu laufen an den Spot, wo ich hin will. Um dort eine Be Oh, ey, Junge, ich habe schon wieder das Energy Drink, ne? Zeugs, da kriege ich immer Schluck auf von, wenn ich Pech habe. So, jedenfalls, um dann da eine Base zu bauen. Wo wir von da aus. Was war das? Ach so, Knofensa. Muss immer mal gucken, weil es gibt hier halt, wie gesagt, am Strand gibt es andere Pokémon wie im Sumpf. Im Gebirge gibt es dann andere Digimon wie am Strand und so weiter und so fort. Muss man immer mal die Augen offen halten. Und die Augen offen zu halten ist hier bei dem Spiel jetzt echt extrem wichtig, weil sonst kann es passieren, man sieht ein seltenes Pokémon und rennt einfach dran vorbei. Weil diese Pokémon, die es zu kaufen gibt, die gibt es nicht nur halt zu kaufen, sondern die kann man auch normal tamen, sag ich mal. Und dann sollte man wirklich die Augen offen halten. Die offenen Augen halten, das auch manchmal. Aber man sollte die Augen offen halten, dass man nicht angegriffen wird von einem Pokémon, was mir anscheinend hinterher rennt und mich töten will. Was soll das? Geh bitte weg. Genau. Greif das Digimon an. Und ich hoffe, es wird dein letzter Angriff sein. Jetzt betteln die sich da. Ah, ich will gar nicht wissen, wer gewinnt, weil dann bin ich der Nächste auf der Liste der Hauptspeisen. Ich möchte einen Tarnumon haben. Und das werde ich mir jetzt auch besorgen. Ich hoffe, das spoilt nicht bis dahin. Oder nehmen wir Koromon. Ich weiß gar nicht, ob man Tarnumon auf die Schulter nehmen kann. Koromon kann man auf die Schulter nehmen, das weiß ich, aber Tarnumon kann ich weiß es noch nicht, ob das geht. Auf jeden Fall möchte ich ein Tarnumon haben. Ich möchte ein Tarnumon haben. Erstmal. Ist die Vorentwicklung oder die Vorform von Pikachu, sag ich schon, Pikachu, Alter, echt jetzt. Von Palmon. Ja, das Shit ist schon gespoilt. Schon gespoiltes Miet. Egal, holen wir uns Tanemon. Mit normalem Miet. Ich hoffe, die frisst auch Fleisch. So, ich sehe es nur jetzt nicht mit dem scheiß Taming. Das ist Kacke. Warte mal, bleibt mal so. Ist nur Tangwi. Ich sehe es nicht. Ich weiß nicht, wann. Doch, da waren Viertel Balken, glaube ich. Welches Level hatten das? 56. Schon hart. Derzeit, wo das hier rumspringt, baue ich doch hier mal eine kleine Base. Say Offline Raid Protect Schutz. Wenn ich nicht da bin, passiert nichts. Also können wir uns doch hier mal so eine kleine Base vielleicht mal aus Strom ein bisschen was hinstellen, damit wir einen Anfang haben. So. Und vielleicht mal zu essen kochen, das wäre nicht schlecht. Muss nur das Tarnemon im Auge behalten. Wo ist das Viech jetzt hingehüpft? Wo bist du hingehüpft? Ja, ich habe dich gefüttert. Du musst hier sein, weil ich will dich ja tamen. Ich kann nicht die ganze Zeit in deinem Viech hinterher struckeln. Das geht auch nicht. Aber wir müssen doch Koromon nehmen. Welches Level hast du? Du hast Level 8. Und klingst wie ein T-Rex. So. Ich weiß nicht. Ich sehe halt den. Doch, da. Fast halb getamed. Also ich denke mal, mit Prime Meat hätte man mit Level 8 einen direkt getamed. Wo ist das Tarnemon hin? Wo ist der hin? Da hinten. Ist es das, was ich angefangen habe zu tamen? Weiß es nicht. Ja, das war's. Ist immer noch nicht hungrig. Egal, ich baue mir erstmal eine Axt. Solange ich es im Auge habe, ist es gut. Und wir können noch mal leveln, weil wenn es dann wieder weg wäre, wäre schade. So, ein bisschen auf Gewicht noch. Ich habe auch Rucksäcke als Mod. So. Können Pfeil und Bogen machen. Das ist erstmal wichtig. Den Rest, die Engrams verteile ich dann außerhalb der Aufnahme, würde ich sagen. So, wo ist jetzt das Tarnemon wieder hingesprungen? Wo ist es hin? Ah, da. Bist du jetzt hungrig? Nein, bist du nicht. Okay, dann lassen wir es erstmal rumhüpfen. Ich wusste mal. Jetzt, warum habe ich jetzt zwei. Ich weiß es auch.
Ich glaube, ich hatte schon mal eine gemacht. Irgendwie. Ich brauche dringend ein Lagerfeuer. Um mir erstmal zu essen zu machen. Oh, wow, wow, wow. Ich könnte die Server-Einstellung noch mal ein bisschen höher machen. Irgendwie kommt mir jedenfalls vor. Mal gucken, ob ich das so lasse oder vielleicht noch ein bisschen höher mache. So, ich baue mir jetzt erstmal ein Lagerfeuer hin. Das muss sein, weil wir brauchen echt was zu essen. Ich bin voll am Verhungern gerade. So. Und jetzt müssen wir nochmal Tanemon suchen. Da. Bist du jetzt hungrig? Immer noch nicht. Kann doch gar nicht sein. Das ist doch leichter, die Viecher zu betäuben, als mit der Hand zu füttern. Ich glaube, man kann sie auch betäuben. Ich hatte, glaube ich, am Anfang hatte ich in dem ersten Video, was ich gemacht hatte, glaube ich, das Viech betäubt und nicht so mit der Hand getämt, sondern ich glaube, ich hatte es betäubt. Bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Es ist nur schlecht, dass es hier in grün in grün übergeht. Grün in grün ist immer schlecht. Weil man verliert dann einfach den Faden zu dem Tier. Welches waren das? War das das Koromon, was ich angefangen hat zu tämen? Das ist Level 48. War das das? Ich sehe es nicht mehr. Bleibt doch mal öfter nicht. Naja, das. Achso, das war nicht Level 8, das war 48. Ach so, Ja, durch dieses Rumgehüpfe ist immer noch nicht hungrig. Das wird anscheinend noch eine Weile dauern. Normalerweise ist das Thema eigentlich sehr hochgestellt, aber es kann sein, dass durch die Pokémon-Mod das Ganze sich etwas verändert und etwas, naja, gestreckt ist. So. Muss man erstmal gucken. Ich brauche auf jeden Fall einen Bogen, dafür brauche ich Fiber. Und Pfeile, um hier ein paar Pokémon abzuschießen, damit ich mir einen Computer bauen kann. Wie sieht's jetzt aus? Jetzt? Ja? So, jetzt habe ich es gefüttert. Ah, okay, jetzt ist fast getamed. Also einmal füttern noch. Also mindestens nochmal 3 Minuten warten. Und dann muss ich mal gucken, wo das Koromon ist, das Level 48er. Das könnte das da sein, hoffe ich jedenfalls. Weil das müsste jetzt auch wieder Hunger haben. Ist das das? Ja. So. Es ist halt schlecht, dass man es nicht so wirklich sieht, weil einfach das Ganze ein bisschen sehr tief gestrickt ist. 11 Pfeile in einer schönen Schrank auch. Oh, mehr nicht. Das ist ein bisschen wenig. Kann ich, glaube ich, gar nichts großartig mit jagen. Wie? Geht schon wieder? Ah, jetzt. Jetzt ging es auf einmal so schnell. Wo willst du hin? Hallo, ich bin hier. Kann man dich auch auf die Schulter nehmen? Nee. Okay, es kann man nicht auf die Schulter nehmen. Dann stelle ich mal hier hin. Ins Lagerfeuer. Das ist nicht knubbelig, ich finde das so niedlich. So, was mit dir jetzt? Du bist noch nicht wieder hungrig. Okay, dann bleib erstmal da und hüpf noch ein bisschen rum. So, wir haben einen Tanemon und wir brauchen Flints und Fiber. Noch jede Menge. Kann es was farmen? Komm mal mit. Mal gucken, ob wenn ich dich hier irgendwie auf Wandering stelle, ob du was farmst. Es bleibt stehen. Ne, jetzt. Ne, ich glaube, es farmt nichts. Es rennt nur wild wie angestochen irgendwie durch die Gegend. Wo ist es denn da? Ne, es farmt nichts. Ich weiß auch nicht, welche Attacke das Tierchen hat. Weil die haben ja alle so verschiedene Attacken. Stopp mal, sind das 2,48? Ne, ist immer noch dasselbe. Weil es ein Herz hier im Kopf hat. Und ich glaube nicht, dass man. Stopp. So. Ne, jetzt wieder ranpfeifen. So. Und ein Stück näher. Stopp. So. Sehr schön.
Aber ich würde sagen, an der Stelle machen wir erstmal Schluss für die erste Folge. Soweit zu den Informationen. Ich muss gucken, vielleicht kann ich ja schon mal vorlaufen. Ich benutze auch wenn das jetzt komisch klingt und das mein eigener Server ist, ich benutze hier wirklich keine Admin-Sheets. Ich habe nur am Anfang ein bisschen rumexperimentiert und jetzt benutze ich gar keine Cheats mehr. Oder Admin-Befehle, weil ich der Meinung bin, es ist schöner, das so zu zeigen, wie es ist oder wie das normale Leute, die halt nicht unbedingt die Besitzer eines Servers sind, auch spielen würden, und deswegen möchte ich das sehr gerne authentisch halten. Und jetzt muss ich mal gucken, welches ist denn von den... Ah, okay, das war irgendwie angefangen. Ich habe keine Ahnung. Weil ihn kann man jetzt ja auf die Schulter nehmen. Und mitnehmen. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, wenn die auf der Schulter sind, machen die dann auch, glaube ich, die Attacken, wenn man angegriffen wird, und attackieren weiter. Aber spielt jetzt keine Rolle. Ich mache jetzt an der Stelle erstmal einen kurzen Break. Und würde sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Denkt dran, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Kommentiert, wenn ihr irgendwas wissen willt zum Thema wissen wollt über das Spiel, über die Mods oder sowas, oder wenn ihr vielleicht die IP vom Server haben wollt, könnt ihr mir das auch schreiben. 10 Leute passen, wie gesagt, drauf. Und dann würde ich sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.